Das ging aber schnell. Ach, Frau Schmidt, was mache ich bloß? Herr Dietrich wollte schon heute Morgen sein Zimmer räumen und jetzt ist es fast Mittag. Können Sie nicht mal mitkommen? Mitkommen? Wohin? In sein Zimmer. Ich will seinen Koffer packen. Möchte aber, dass einer dabei ist, ein Zeuge. Ja, ich weiß nicht, Frau Klein. Warum wollen Sie ihn denn so plötzlich an die Luft setzen? Ach, ist ja nur für ein paar Tage, weil... Ich kriege Besuch, mein Vetter aus... Ach, aus dem Westen. Nee, von uns hier, aus Berlin. Ja, der kommt zu Besuch und für ein paar Tage, und da brauche ich das Zimmer. Herr Dietrich kann doch wirklich mal oben bei seiner Braut und seiner Tochter schlafen. Ja, nur, warum muss er denn da gleich das ganze Zimmer holen? Ach, bloß den Schrank. Hat er mir ja auch versprochen. Also... Verstehen tue ich Sie nicht, Frau Klein. Im Schrank wäre doch noch Platz für Ihren Vetter. Oh, ich möchte nicht in ein schiefes Licht kommen. Ach, du, machen Sie es mal halblang. Wer würde denn einer Frau in Ihrem Alter sowas zutrauen? Ich habe ihm doch geschrieben, dass ich meine Wohnung mit keinem zu teilen brauche. Ach so. Na ja, dann müssen Sie allerdings weiter schwindeln. Ach, Sie packen schon, Frau Klein. Ja, also es ging leider nicht früher. Ich habe ja zur Selbsthilfe gegriffen. Ja. Mann, da wird's aber voll in der engen Bude da oben bei mir. Ach, 4 Tage wird's schon mal gehen, Herr Dietrich. Na ja, na klar. Ich hol mal eine Plastiktüte für die Strümpfe. Dankeschön. So fipselig habe ich ja Frau Klein noch nie erlebt. Wer kommt denn da zu Besuch? Ein Vetter. Na Mann, das muss ja ein doller Vetter sein, wenn der ja schon vorher die Nerven raubt. Wer weiß. Aber ich muss jetzt gehen. Wir wollen noch ins Garten heute Äpfel abnehmen. Viel Spaß. Ja, danke. Wiedersehen, Frau Klein. Wiedersehen, Frau Schmidt. Und vielen Dank. So. Ja. Dankeschön. Gestatten? Aber immer. Tadelloser Schnitzel. Kann ich empfehlen. Ich muss mit Hunger nach Hause kommen, sonst kriege ich Ärger mit meiner Regierung. Als meine Frau noch lebte, ging es mir auch so. Was darf es heute sein? Ein kleines Helles. Der Herr auch? Nee, mir bringen Sie bitte eine Tasse Kaffee und einen Cognac. Bitte. Einen doppelten. Bitte. Bier kann ich mir heute nicht leisten. Na nu, Bier ist doch billiger als Kaffee mit Cognac. Eines Atems. Ich gehe auf Brautschau. Da kann ich doch nicht mit einer Fahne ankommen. Heiratsanrufe, verstehen Sie? Aha. Runde 80 Antworten habe ich erhalten. Aus allen Gegenden. Werde ich nie für möglich halten. Bitte schön. Danke. Danke. Bitte. Also, eher die Blume. Ole. Ja, es gibt mehr einsame Menschen, als man ahnt. Naja, man kann froh sein, wenn man seinen Partner noch hat. Und nun treffen Sie sich also mit einer? Ja, bin auf dem Wege zu ihr. Ja, dann muss man Ihnen ja sowas wie Glück wünschen. Ja, das könnte nicht schaden. Aber ist es nicht die, ist es die nächste. Oder auch nicht. Ich die 20, die in die engere Wahl gekommen sind, auf Herz und Nieren geprüft habe, ist der Sommer vorbei. Und dann ist es zu Hause auch wieder ganz schön. Sie fahren von einer zur anderen? Natürlich. War ziemlich kostspielig. Oh, Fahrgeld tragen die Damen. Wenn sie nun einer anzeigt. Ja, warum denn? Wegen Heiratsschwindel. Ich bin doch kein Heiratsschwindler. Ich suche ehrlich. Aber wenn der Funke nicht überspringt. Ich mache mich auch nützlich. In den Häusern ist immer was zu reparieren und zu basteln. Häusern? Ja, das war Bedingung. Haus oder größere Wohnung. Wissen Sie, ich muss immer ein bisschen was zu tun haben. So ein alter Mann wie ich, der sein Leben lang mit seiner ganzen Körperkraft gewuchtet hat, im Tief vorbei.
Der muss weiter wuchten. Kreislauf braucht das. Verstehen Sie? Wer rastet, rostet. Ja, das ist richtig. Ja. Handwerker kosten ja auch Geld. Also von Heiratsschwindel. Kann keine Rede sein. Ist völlig klar. Gerda, zahlen. Ich muss zur Apotheke. Welche Nummer? Ich meine, die wievielte von den 20 ist es, die Sie heute heimsuchen? Die 7. Wiedersehen. Schade, dass ich nie erfahren werde, bei welcher Nummer der Funke überspringt. Pavke, Eduard. Freut mich. Begrüßung. Begrüßung. Guten Tag. Guten Tag. Danke. Bitte. Bitte, treten Sie ein. Danke. Darf ich das annehmen? Ja, danke. Oh, hübsch. Sehr hübsch. Gestatten Sie? Den Koffer können Sie gleich dort abstellen. Aha, ein Zimmer ganz für mich. Aber selbstverständlich. Danke. Bitte. Danke. Bitte schön. Danke. Die Blumen müssen ins Wasser. So ist es. Hier sind die Handtücher für Sie. Ah, sehr aufmerksam. Wenn Sie sich frisch machen wollen, das Bad ist gleich neben der Flurtür rechts. Danke, danke. Sie haben doch sicher einen Kühlschrank. Natürlich. Ich habe mir erlaubt, wir müssen unsere Bekanntschaft doch gebührend begießen. Ein guter Tropfen. Ja, aber kalt muss er sein. Bitte. Danke. Danke. Einwandfreier Steak. Anerkennung. Kochen möchte eine Frau schon können. Ja, möchte schon. Aber können tun sie wenigstens. Mein Mann sagte immer, bei dir, Dorothea, schmeckt der einfachste Eintopf wie Weihnachten. Glaube ich. Glaube ich aufs Wort. Aber beim Abwaschen muss ich leider wieder passen. Für so feines Porzellan sind meine Hände nicht gemacht. Aber ich bitte Sie. Oh, ich mache mich gern nützlich. Schon heute Nachmittag hätte ich gerne wieder abgetrocknet. Aber Meißner Tassen, wenn mir da ein Malheur passiert, könnte ich ihn nie ersetzen. Ist ja gar kein echtes Meißner. Ist nur Meißner Bemalung. So? Mir kam sie echt vor. Zart wie Pferdemäul. Ein lustiger Vergleich. Haben Sie das noch nicht gehört? Nichts ist so zart wie Pferdemaul, nur Meißner Porzellan. Hübsch, wie Sie das sagen. Aber so tafeln wir ab morgen nicht mehr. Dorothea. Ich darf sie doch so nennen. Selbstverständlich. Eduard. Wir frühstücken ganz kurz und einfach gleich in der Küche. Und dann ab in die Botanik. Wissen Sie, so ein alter Maulwurf wie ich, der immer nur in der Erde gewühlt hat, der möchte endlich mal was sehen von seiner schönen Heimat. Potsdam, Sanssouci, das ist sowas. Einverstanden? Aber ja, Eduard. Was glauben Sie, wie lange ich nicht mehr in Potsdam war? So? Wenn man alleine ist, da rafft man sich nicht auf.
Aber das wird jetzt anders, Dorothea. Damit wir uns recht verstehen. Die Spesen. Trägt Papke. Aber da geht ja das ganze Fahrgeld wieder drauf. Nun, wenn's alle ist, hört's auf. Prost. Prost. Du alle. Eduard. Nachher gehen wir in die römischen Bäder. Ich muss mich erst mal ausruhen, Eduard. Das neue Palais will ja auch erst mal verdaut sein. So viel Kostbarkeiten auf einen Haufen. Jeder Saal anders. Eine Fantasie. Die haben schon was gekonnt. Ich glaube, ich habe in eine Blase gelaufen. Ja? Aber für eine so lange Tour sind deine Schuhe auch viel zu elegant, Dorle. Vielleicht eine Strumpfhalte. Ach, es wird schon gehen. Schön ist das hier. Wie sie die Figuren so aus dem Stein raushauen, das staune ich immer wieder. Und jede Figur ist anders. Ja, das hat meine größte Bewunderung. Schön hier. Sehr schön. Hier könnte ich stundenlang sitzen. Siehst du, und du Maulwurf wolltest schon wieder in die römischen Bäder. Hier werde ich auch noch öfter sitzen. Mit dir. Oder muss ich morgen schon wieder abreisen? Wenn du nicht willst. Davon kann gar keine Rede sein, Dorle. Dass es das in unserem Alter noch mal gibt? Wie es so schön heißt, die Liebe höret nimmer auf. Und dabei habe ich eine gute Ehe geführt. Eine sehr gute. Ich auch, Dorle. Ich auch. Aber das Leben geht weiter. Weißt du, dass ich Hunger habe? Ja? Denn gehen? Ja, ja. Stütz dich ruhig auf mich. Gute Nacht, Eduard. Es war ein schöner Tag. Ein wunderschöner Tag, Dorle. Schlaf gut. Du auch, Eduard. Und morgen machen wir angesichts seiner Blase einen Ruhetag. Da wird sich Papke irgendeine Arbeit vornehmen. Ach, Doch, doch, doch. Im Sessel sitzen ist für mich nichts. Kannst ja heute hacken. Ja, vielleicht. Mal sehen. Aber darüber sprechen wir morgen. Gute Nacht. Ja. Du hast ja noch Doppelbetten, Dorle. Hab alles so gelassen nach dem Tod meines Mannes. Ja, aber warum soll ich denn da drüben alleine liegen? Aber Eduard... Zwei Mauern zwischen uns. Dorle. Ich bin so müde, Eduard. Ich schlaf bestimmt gleich ein. Sollst du auch, Dorle. Papke wird neben dir liegen, deine Hand halten und dir einen Schnack erzählen. Und wenn ich merke, dass du eingeschlafen bist, halte ich die Klappe. Und morgen früh, wenn wir aufwachen, dann ist es endlich mal so, dass wir nicht die leere Wand anstarren müssen, sondern ein liebes Gesicht neben uns finden. Nicht? Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern, das muss kein schlechter Müller sein. Dem niemals fiel das Wandern ein. Dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern.
Was denn? Sie hier? Na, das nenne ich eine Überraschung. Papke, Eduard. Schmidt, Paul. Angenehm. Du siehst, Paul, man kann gar nicht so dumm denken, wie es kommt. Ja, das kann man wohl sagen. Also die Frau Klein ist die Nummer 7. Was denn? Ach so, ja. Eine feine Frau. Eben. Und damit wir uns recht verstehen. Ich werde es nicht zulassen, dass man mit dieser Frau Schindluder treibt. Was denn? Ist das Schindluder? Oder hättest du den Bergholz für sie gehackt? Ach. Nur reg die Manni auf, Paul. Komm, setz sie erstmal hierher und lass dir die Sache erklären. Ich weiß gar nicht, was es da überhaupt noch zu erklären gibt. Oh, da ist ja ein Fläschchen. Kommt wie gerufen. Die gehört doch wohl der Frau Klein. Auch wenn du mich für einen Ganoven hältst, Paul. Aber ich habe die Absicht, zu ihr zu ersetzen. Probier mal. Ja, danke, auf gar keinen Fall. Du musst mich verstehen, Paul. Zwischen mir und Dorothea. Wie? Ja. Mhm. Ausgezeichnet. Mhm. Auf Anhieb. Ja. Ja. Wenn das so ist. Ja, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ja, aber 13 stehen noch aus, Paul. Darunter Weimar und Erfurt. Die Städte kenne ich ja noch nicht. Und Hotelzimmer sind kaum noch zu kriegen und von mir auch nicht zu bezahlen. Billige Rentnerreisen. Och nee, Paul, ich fahr aber lieber rein und mach einer einsamen Frau ein paar hübsche Tage. Du, das mache ich wirklich. Ja. Das verstehe ich. Hoffnung und dann auf Wiedersehen. Ja, aber ehrlich, Paul, würdest du Frau Klein heiraten? Das steht doch wohl hier überhaupt nicht zur Debatte. Siehst du, jetzt weichst du aus. Außerdem habe ich ja noch eine Frau. Aber du hast eine Heiratsannonce aufgegeben. Das heißt, dass du heiraten willst, nicht? Und wenn du mit Frau Klein tagelang... Und nächtelang. Oh, oh. Na, dann musst du sie heiraten. Ja, aber doch nicht auf der Stelle, Paul. Eine gewisse Verlobungszeit musst du mir schon zubilligen. Ich bin doch kein Jüngling mehr, der Hals über Kopf will. Probezeit muss sein. Bist du wenigstens willens? Du mach dir mal gar keine Gedanken, Paul. Das geht alles seinen Gang. Ah, gut. Versprich mir das in die Hand. Du kommst mir vor, als würdest du Provision kriegen. Jawohl, ich verspreche dir, dass alles seinen Gang geht. Tag, Frau Klein. Tag, Frau Schmidt. Oh, na, ist Ihr Vetter gekommen? Ja, mein Besuch ist da. Sie soll... Nanu, das ist doch mein Mann. Und mein Besuch. La 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 la. Zu laut, mehr Mitgefühl wollen. Mein Eigen soll sie sein. Bum, bum, bum. Keinen anderen mehr als mein. Bum, bum, bum. Und so gehen wir durch Fleuten. Sehr schön. Uns, dass der Tod uns auseinanderschallt. Leb wohl. Bum, bum, bum. Leb wohl. Bum, bum, bum. Leb wohl, mein Schade. Leb wohl, mein Schatz. Ade. Anna. Anna. Anna, das... Das ist meine Frau, Eduard. Aha. Ja, und das ist der zukünftige von Frau Klein. Na, sowas. Papke, Eduard. Angenehm. Angenehm. Ach so, ja, meinen herzlichen Glückwunsch, Frau Klein. Danke. Dürfen wir Sie zu einem kleinen Verlobungstrunk einladen? Na ja, am Abend vielleicht. Das muss ja vorbereitet sein. Wir haben ja da auch gar nichts zu suchen. Doch, Anna, doch. In diesem Falle denke ich schon. Wo Ihr Mann es doch als Erster erfahren hat. Ja. Du bist mir schon einer, Papke. Ja. Bleib doch noch ein Weilchen, Paul.
Nee, es war schon lange genug, Herr Papke. Ihr habt doch morgen eine große Tour vor. Ach, die muss nicht sein. Dazu haben wir später noch Zeit genug. Nee, wir wandern. Der Plan wird eingehalten. Zur Hochzeit bleiben wir länger. Ja. Wolle. Wär so schön gewesen, behüte dich Gott, es hat nicht sollen sein. Und ich soll sie grüßen und sagen, wegen einem Liter Milch könne er nicht die ganze Kuh kaufen. So ein Ganove. Und mir hat er in die Hand versprochen. Was denn? Ne? Dass alles seinen Gang geht. Naja, das hat er ja auch gehalten. Die Rosen will ich nicht mehr. Ach ja, das kann ich verstehen. Nehmen Sie sich's nicht so zu Herzen, Frau Klein. Wer weiß, wofür es gut ist. War ja so unruhig mit ihm. War schön, ja, aber wenn ich mir vorstelle, immer, der war ja so verwandert. Immer nur Touren. Also, nee. Nee, das ist nichts für Sie. Alles hat er bestimmt dann gleich an sich gerissen. Dazu sind Sie jetzt schon viel zu lange selbstständig. Heute Morgen die Ruhe war richtig erstmal schön. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ah, da seid ihr ja. Guten Tag. Und ich habe ihm noch seine Wäsche gewaschen. Aber gern gehabt hat er sie. Das hat er mir gesagt. Ja. Vielleicht kommt er zurück. Wer war außen, Paul? Wir hatten angerufen. Wer schon? Die Brotfabrik. Aha. Sollst wieder mal aushelfen, was? Nur ein paar Stunden in der Pförtnerloge. Die Kollegin Feld hat was vor. Wann denn? Heute Nachmittag. Was, heute? Ich denke, wir wollten ins Gartenhäusel. Tja, hättest du nicht so lange an deinen Jacken gefummelt. Liebe Anna, wären wir schon längst dort und der Fall hätte sich erledigt. Ja, hättest ruhig mal Nein sagen können, aber das kannst du ja nicht. Genau wie du, liebe Anna. Du musstest ja auch für Andreas einen Pulli stricken, obwohl Anna-Lore nur Wolle für Katrinchen geschickt hat. Wie sieht denn das aus? Wenn ein Kind was kriegt, uns andere nicht. Außerdem macht's mir Spaß und ich bin für was Nützer. Ja, wenn das so ist. Ja. Du hast deine Brotfabrik, wo du alle Nasen lang was zu tun hast. Aber ich komme mir manchmal, naja, reinweg. Überflüssig komme ich mir vor. Oh, Anna. Sei doch froh, dass du die Beine mal unter den Tisch stecken kannst. Och. Beine unter den Tisch stecken, doch. Das ist gerade was für mich. So. Hübsch geworden, die Police. Ja. Findest du? Wird sich Anna-Lore freuen. Ach, ich würde zu gern sehen, ob ich auch ihren Geschmack getroffen habe. Kannst doch hinfahren, dann siehst du es doch. Ach nee, ich schick's lieber mit der Post. Die Anne-Lore hat so viel um die Ohren, da ist jeder Besuch überflüssig.
Oh, nicht die eigene Mutter. Ach, die manchmal auch. Nee, bleib nur liegen, ich mach schon auf. Wir hätten doch mal eine Frage. Bitte kommen Sie rein. Aber bleiben Sie doch liegen, Herr Schmidt. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Unser Cäsar macht uns nämlich Sorgen. Na nu. Er rutscht in der Wohnung immer auf seinen Po. Oh, was macht er? Wir wollten schon unseren Tierarzt konsultieren, aber der ist im Urlaub. Ja, das ist ja Urlaubszeit jetzt, nicht? Ihre eine Tochter ist doch auch Tierärztin. Ja, aber nicht mehr in der Kleintierpraxis. Die ist jetzt in einem Rinderkombinat. Aha. Ja. Dann erübrigt sich unsere Frage. Ich habe nämlich heute frei und ich wäre sonst mit Anja und Cäsar zu ihr gefahren. Ja, wir könnten ja vielleicht anrufen und fragen, ob sie eine Ausnahme macht. Ja. Könntest du gleich die Jacken mitschicken? Oder auch mitfahren? Ja, wenn das geht. Na sicher. Ja, na da würde ich nachher gleich mal rüberkommen und telefonieren. Na selbstverständlich, Frau Schmidt, ist ja prima. Ach, fein. Dankeschön. Wir finden doch raus. Ja. Lana, das kam wie gerufen, weißt du? Ja. Katrinchen. Nicht doch, Katrinchen. Ist nichts zum Essen. Guck mal, ist was fürs Näschen. Komm, nimm dein Entchen. Na, Nils? Ja. Der Blumen ist Katrin dann noch zu klein. Steckt da alles im Mund. Ach so, hatte ich bloß vergessen. Weißt du was, Andreas? Ich schaff das jetzt alleine. Fahr Katrinchen ein Stück spazieren. Mutti muss jeden Augenblick kommen. Hm? Oh, fein! Andreas! Mutti! Der Wagen, aber Andreas! Mutti! Wie kannst du den Wagen loslassen? Ach, mein Spätzchen. Ach, das wäre was geworden. Oh. Das Kalben kann jeden Moment losgehen und du noch der Schreck. In Zukunft nachdenken, Andreas. Andreas, bring den Wagen. Das Kalben steht also unmittelbar bevor. Ich habe mich schon gewundert, warum du so lange im Stall geblieben bist. Oma Anna hat mir im letzten Moment noch ihre Nachbarin und deren Hund gebracht. Ach, Oma Anna? Und so ohne weiteres? Naja, natürlich hat sie vorher angerufen, aber was sollte ich machen? War denn das so dringend mit dem Hund? Ach, Mann, nicht. Die Afterdrüse hat Beschwerden gemacht. Es ging ihr wohl hauptsächlich um die Jacken, die sie für die Kinder gestrickt hat. Und die probieren wir jetzt gleich mal an. Für mich auch? Andreas, was soll das? Dann stell sofort den Wagen wieder hin. Nun reicht's aber. Warum machst du das? Willst du das nicht in Ordnung bringen? Natürlich bringst du das wieder in Ordnung. Und dann gehst du auf dein Zimmer und denkst über die Ungezogenheit nach. Mein kleines Katrinchen, eigentlich ist es schon wieder.
Wie ich dich gerufen habe, als du bei uns vorbei bist? Nö. Willst du wegfahren? Mit dem Ranzen? Siehst du doch. Warum denn? Darum. Ach, kommst du gleich von da in die Schule? Wohin fährst du? Zu meinem Opa und zu meiner Oma. Ganz allein mit dem Bus? Klar. Du hast es gut. Meine Eltern haben mich noch nie alleine fahren lassen. Du hast ja auch keine Schwester. Wo bleibt denn der Junge wieder? Er wird noch im Bad stecken. Sich heute besonders gründlich die Hände waschen. Das ist ja nett von ihm, aber er könnte bald fertig werden. Andreas, übereil dich mal. Das Abendbrot steht auf dem Tisch. Andreas. Jetzt weder im Bad noch in seinem Zimmer. Was? Ja, der ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht weglaufen, ohne zu fragen. Ja. Vielleicht hat er noch eine Verabredung mit seinem Freund Götz und hat sich noch mal kurz weggeschlichen. Hat gedacht, wir erlauben es nicht. Was ist bloß mit dem Jungen los? Ob er Schwierigkeiten in der Schule hat? Ach. Schularbeiten habe ich immer nachgeguckt, da gab es nichts zu bemängeln. Also die Arbeiten, die ich unterschrieben habe, die waren alle gut. Aber irgendwas ist mit ihm los. Läuft einfach weg. Das kennen wir doch gar nicht von ihm. Andreas, du? Wo ist denn Omi? Onkel Winkler hat sie abgeholt. Und Opa? Die ist in der Brotfabrik. Dann warte ich. Na, willst du nicht so lange zu uns reinkommen und mit Anja spielen? Na los. Schubert. Ach, Kollege Bach. Das Kalben hat schon angefangen. Ja, ich nehme den Wagen. Ich bin in wenigen Minuten da. Endlich habe ich diesen Götz erwischt. Kommst du allein? Andreas ist zu Anna und Paul gefahren. Götz hat ihn in den Bus steigen sehen. Verstehst du das? Er hat doch morgen Schule. Den Ranzen hat er mitgenommen. Wenn ihm nun was passiert, wenn er sich verfährt, dann weiß er nicht weiter. Er kennt die Strecke. Ach, wann sind wir die Strecke schon mal mit dem Bus gefahren? Doch immer mit dem Wagen. Mit Opa Paul ist er schon gefahren. Ach ja, und Opa erklärt immer alles. Opa! Andreas, mein Junge, du kommst uns besuchen. Das ist aber eine Freude. Die neue Jacke. Schmuck. Schmuck. Hatte ich die Omi gleich mitgebracht? Das ist richtig von ihr. Anna, kannst kommen. Überraschung gelungen. Ich bin ganz alleine gekommen mit dem Bus. Sieh mal an, was du alles schon kannst. Hast du die Omi gar nicht getroffen, weißt?
Na, dann gib mal deinen Ranzen her. Uiui, ist der schwer. Was ist denn da alles drin? Na, alle meine Schulbücher. Alle Schulbücher. Müsst ihr denn übers Wochenende so büffeln? Ich will doch hier zur Schule gehen. Ach, du willst hier zur Schule gehen? Das kann man doch nicht, Opa. Natürlich, kann überall zur Schule gehen. Vati und Mutti, die sind einverstanden? Die haben doch jetzt Katrinchen. Richtig, ja. Die haben ja Katrinchen. Und ihr möchtet doch auch wieder mal ein Kind, nicht? Oh ja, was das anbelangt, hätten wir keinen lieber als dich. Hast du schon Abendbrot gegessen? Nein, noch nicht. Das trifft sich gut. Ich nehme mich auch noch nicht. So, nun lass es dir schmecken. Danke. Rührei mit Tomate. Schön sieht das aus. Und schmeckt. Sag mal, bist du etwa so klammheimlich? Ich habe einen Zettel in den Briefkasten gesteckt. Einen Zettel? Da hast du ja wirklich an alles gedacht. Was glaubst du, wie die Omi sich freuen wird? Die hat nämlich schon gejammert, dass sie dich in der neuen Jacke nicht sehen konnte. Und morgen früh, da fahren wir dann gleich ins Gartenhäuschen. Da habe ich doch erstmal Schule. Ach, richtig, ja. Ihr habt ja Sonnabend Schule. Ja, dann müssen wir nach dem Abendbrot gleich den Direktor anrufen, drüben von Görners aus, dich anmelden. Ich mache das schon. Willst du nicht mal ein bisschen zu Anja gehen? Ach nein, jetzt nicht. Hallo, spreche ich mit dem Schuldirektor von unserer Oberschule? Hier ist Schubert, Georg Schubert. Ja, dann bin ich richtig verbunden. Opa? Ja, hier ist Paul Schmidt. Endlich. Ist Andreas angekommen? Ja, es handelt sich um meinen Enkel Andreas. Andreas Gott sei Dank, Schubert. Er ist also angekommen. Ja, die Sache ist die. Er möchte hier zur Schule gehen. Was? Ja, hier bei uns. Das ist ja ein Ding. Warum denn? Ja, natürlich ist ein Grund vorhanden, sonst würde ich ja nicht anrufen. Ja, aber jetzt halt, denn du red doch schon. Also komm, gib mir mal Andreas. Ja, der steht doch sicher bei dir. Ja, ich weiß nicht, hier am Telefon. Ist das wegen des Zimmerarrestes, aber deswegen muss er doch nicht gleich weglaufen. Annelore hat sich so aufgeregt. Ja, ich glaube, Herr Direktor, da muss man etwas tiefer loden. Wie bitte? Ich will damit sagen, er ist ein lieber Junge, nicht? Und ein guter Schüler, mit dem es keine Schwierigkeiten geben sollte. Die gab es ja bisher auch nicht. Aber warum machst du bloß dieses Theater mit diesem Schuldirektor? Wie findest du das richtig? Wie willst du das wieder abbauen? Also wir holen Andreas selbstverständlich ab. Annelore ist im Stall, sonst würde ich gleich kommen. Also gut, dann bis morgen. Hallo, Opa? Paul, hörst du? Klappt das? Ja, das kommt alles in Ordnung. So, und nun bringe ich dich ins Bett. Hopp. Oh ja. Entschuldige, mein Alter, dass ich so spät komme. Der Karl-Heinz hat mich abgeholt. Maria hat sich die Hand verbrüht. Und das neue Kleid soll doch fertig werden bis zum Betriebsfest. Da habe ich auch ein bisschen beim Nähen geholfen, ne? Schon gut. Ich hatte meine Beschäftigung. Was sind denn das für Hefte? Und der Ranzen? Komm mal mit. Ich muss dir was zeigen. Andreas, ist was passiert? Ich erzähle es dir. Das überrascht mich gar nicht. Dieses Getue um Katrinchen ist mir auch schon manchmal auf die Nerven gegangen. Ja. So ein kleiner Nachzügler wird immer etwas verwöhnt. Am liebsten würde ich den Jungen hier behalten. Ich auch, Anna, ich auch. Ja. Aber leider wird wohl daraus nichts werden. Warum eigentlich nicht? Annelore muss sich ja zerteilen, wenn sie allen gerecht werden soll. Nee, Paul, das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Der Andreas, der muss ja zu kurz kommen, solange Katrinchen noch so klein ist.
Tja, da ist schon was dran. Und genau genommen, heutzutage müssen die Großeltern ja öfter mal einspringen. Denk mal an Marias Kinder, wie oft brauchen die uns? An einem Ort ist das kein Problem, aber bei Andreas, da sieht die Sache ja leider etwas anders aus. Ne? Genau. Und deshalb wäre uns allen geholfen, wenn er 1-2 Jahre hier zur Schule ginge. Besonders meiner Anna, nicht? ach. An mich denke ich dabei zuletzt. Ja, schon gut, Anna, schon gut. Platz haben wir doch. Und so alt sind wir beide doch auch noch nicht, was, Paul? Ja, das Zimmer müsste man natürlich ein bisschen modernisieren. Aber das müsste sich Andreas alles selber aussuchen, ganz nach seinem Geschmack. Bleib mal auf dem Teppich, Anna, ja? Die Kinder brauchen sowas. Geh du mal in deine Brotfabrik und lass mich das alleine machen. Und mich willst du wohl abschieben, was? Aber daraus wird nichts. Naja, wenn du immer gleich bremst und jede Neuanschaffung scheust. Das habe ich damit gar nicht gesagt. Einen kleinen Hund würde ich ihm ja kaufen, so wie sich's für einen Försterjungen gehört. Und im Garten, da würde ich ihm ein Beet anlegen, was er selber bepflanzen kann. Jetzt gefällst du mir, Paul. So, sag mal, was käme denn da für eine Rasse in Frage? Na ja, nur was Kleines, so kein Bernardiner. Aber vielleicht ein Dackel. Der wird sich aber freuen, der kleine Andreas. Sehe ich richtig schon vor mir. Anna, schwebt nicht davon. Noch ist er ja nicht umgeschult. Du bist ja direkt schon eine richtige Hilfe. Hast dich ja schon manchen Handgriff zu Hause gemacht, was? Ach, was ich dir noch sagen wollte. Du kannst es dir ja noch mal überlegen. Ich meine das mit der Schule hier. Aber Opa, du hast mich doch schon angemeldet. Ehrlich gesagt, so ganz richtig noch nicht. Gar keine Frage, dass wir nicht ganz tolle glücklich wären, wenn du bei uns bleibst. Oma und ich. Naja. Ja, aber wie ich die Sache einschätze, hinterlässt du ja eine richtige Lücke. Bei deinen Eltern. Wegen Katrinchen. Er ist eifersüchtig. Das gibt's öfter. Maria, die hat mir erst neulich erzählt, dass Eltern aus ihrer Gruppe, die noch ein Kind hingekriegt haben, ihren 5-jährigen Sohn suchen mussten. Der hatte sich im Garten versteckt. Weißt du, was der gesagt hat? Ich wollte bloß mal sehen, ob er mich vermisst. Trink mal deinen Kaffee. Siehst ja ganz mitgenommen aus. Tja, weißt du, ein Kind, das die Eltern erst allein gehabt hat, das muss man ganz klug und behutsam an das neue Geschwisterchen gewöhnen. Ich dachte, ich hätte das. Nee, Anneleuchen, den Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Machst ein bisschen viel Wind mit Katrinchen. Vielleicht. Aber ein Einjähriges braucht doch mehr Pflege und Aufmerksamkeit als ein 8-Jähriges. Naja, und deine Zeit, die ist ja auch knapp bemessen, nicht? Und da dachte ich, vielleicht wäre es besser, wenn Andreas da mal so für 1 Jahr bei uns bliebe. Aber Mutti, ich gebe doch meinen Jungen nicht her. Ja, das sollst du doch auch gar nicht. Nur so lange, bis Katrinchen in den Kindergarten kommt. Nein, Mutti, nein. Na, der hätt's aber doch gut bei uns. Und ich hätte den ganzen Tag für ihn Zeit. Geschwister gehören zusammen. Ja, sicher. Aber wenn er nun durchaus will. Mutti! Andreas! Ich habe schon im Auto gesehen, dass ihr da seid. Wo ist dein Vati? Zu Hause. Ich bin gleich vom Stall hergekommen. Hast du Hunger? Großen. Dann. Anneleuchen. Ja, dann werden wir mal im Zimmer decken, nicht?
Na komm. Und du willst nun also wirklich hier zur Schule gehen? Gefällt es dir bei uns nicht mehr? Ihr habt doch jetzt Kathrinchen. Aber du bist doch auch unser Kind. Ich komme euch ja oft besuchen. Warum weinst du denn, Mutti? Weil du mir fehlen bist. Dann hast du mich also doch lieb? Du Dummerchen. Genauso wie Kathrinchen. Na dann wein doch nicht. Ich kann ja wieder mitkommen. Was ist denn, Anna? Ach, ich überlege bloß, ob wir morgen ins Gartenhäusl fahren. Wir fahren. Aber du hast doch heute schon gegossen mit Andreas. Sei doch froh, dass du die Füße mal unter den Tisch stecken kannst. Schön, wär's schon für uns gewesen, nicht? Naja. Aber genau genommen eben doch Egoismus. Kinder gehören nun mal zu ihren Eltern. Das brauchst du mir da nicht zu erzählen. War ja auch nur so eine allgemeine Feststellung. Schlaf jetzt. Mach ich, Anna. Mach ich. Du freust dich ja so, Anna. Mhm. Hast du was Schönes geträumt? Ich muss gerade an Maria und Karl-Heinz denken. Warum denn das? Ist da heute was Besonderes los? Das will ich meinen. So. Ja. Also Geburtstag hat keiner. Nein. Aber wenn Karl-Heinz nicht so vergesslich ist wie du, ist in unserem Fall mitunter war's, dann feiern sie heute ihren Hochzeitstag. Was du nicht sagst. Ja, dass ich dir immer auf die Sprünge helfen muss. Ja, das ist das so, da kannst du ruhig lachen. Ja. Ja, da bist du ganz schön auf dem Holzweg, meine liebe Anna. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ah ja, wird ja bald soweit sein. Ich bin ja gespannt, was Maria zu dem Ring sagen wird. Was ist für ein Ring? Den ihr Karl-Heinz zum Hochzeitstag schenkt. Nur, das ist meine Anna sprachlos. Woher weißt du das? Man weiß das eben. Karl-Heinz hat mich ins Vertrauen gezogen. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Anna, sollte doch eine Überraschung für Maria werden. Ach, das klingt ja gerade so, als ob ich eine alte Quasseltante wäre. Na, Anna... Mal ehrlich, aus allen Knopflöchern wärst du aus Versehen gedrungen. Was ist denn das für ein Ring? Ein wunderbares Tigerauge. Was? Du kennst kein Tigerauge. Du machst ja nichts draus. Spätestens heute Nachmittag, wenn wir den Pflaumenkuchen hinbringen, kannst du die kleine Bildungslücke schließen. Dafür sind doch die Pflaumen gedacht, die ich holen soll. Stimmt's? Ja? Ich finde keine Worte. Das geht vorüber, Anna.
Du bist ja schon angezogen, sag mal, wie spät ist es denn? Bist wohl schon gleich nach Mitternacht aufgestanden. Meine liebe Maria, wenn ich dir außer Kindern in unserer langjährigen Ehe nichts groß bieten konnte, dann möchte ich dich doch wenigstens an unserem Hochzeitstag ein bisschen verwöhnen. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Du, im Bett frühstücken, das habe ich mir schon lange mal wieder gewünscht. Ja, dann lass es dir schmecken. Ach so, und du? Ich sehe dir zu. Moment. Aber vorher noch die obligatorische Frage. Ja, zum 17. Mal, ja. Ich würde dich wieder heiraten. Gott sei Dank. Guten Appetit. Danke. Was ist denn das? Ein Ring. So ein teures Geschenk. Gefällt er dir? Oh, der ist ja wunderschön. Du, ganz mein Geschmack. Da bin ich ja beruhigt. Das ist ein Tigerauge. Ja, sieh mal. Bei jeder Bewegung, da leuchtet er anders. Ja, ja, und dies hat einen ganz besonders schönen Lichtschein. Deshalb hat mir der Ring auch so gut gefallen. Karl-Heinz, du musst doch mindestens 2 Prämien unterschlagen haben, oder woher hast du so viel Geld? Ach, Mund auf und abgebissen, sonst kommst du vor lauter Fragen noch nüchtern in deinen Kindergarten. Komm. Sag schon. Maria, du weißt doch, einen geschenkten Gaul. Also, wenn es dich beruhigt, er war schwinglich, ein Gelegenheitskauf. Naja, Glück muss man haben. Dank dir schön. So ein wunderschönes Geschenk. Ja. Da kann ich mich ja mit meinem Geschenk für dich verstecken. Ach, nicht doch. Guck mal weg. Da. Oh, das ist schön. Da freue ich mich sehr darüber, Maria. Wo hast du das aufgetrieben? Na, Zufall, Glück muss man haben. Ach, danke dir schön. Danke. Was machen denn die Kinder? Das ist alles in Ordnung. Gewaschen, angezogen, frühstücken gerade, da gab ich's Fuchtel. Wir sind doch schon fertig. Ah. Wir möchten auch mal den Ring sehen. Na, dann komm mal her. Guten Morgen. Erst mal anständig Morgen. Guten Morgen sagen, nicht wahr? Ja. Morgen, Mutti. Morgen, Gabi. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Morgen, Mutti, auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Na dann. Hier. Mann. Das ist ja schön. Der ist ja ganz irre. Prima ausgesucht, Vati. Der Stern sieht ja aus wie ein Auge. Ja, deswegen heißt der auch Tigerauge. Siehst du? Siehst du? So, na dann staunt noch ein Weilchen, für mich wird's Zeit. Bis heute Nachmittag, Maria. Tschüss, ihr drei. Macht's gut. Tschüss. Sag mal, ob ich den aufbehalten kann? Na, selbstverständlich. Fragen stellst du, Mutti. Wenn ich so einen Ring bekommen hätte, ich würde ihn jeden Tag tragen. Na, soll Mutti ja auch. Also, bis heute Nachmittag. Einen schönen Tag. Fahr vorsichtig. Natürlich. Schnell und sicher wie die Extrapost, damit ich dich pünktlich abholen kann. Ja. Na, nun mach. Was sagst du dazu? Hat mir mein Mann zum Hochzeitstag geschickt. Heute ist dein Mann Spendehabel. Karin, komm mal her. Hast du schon Marias Ring gesehen? Nein. Ihr habt doch nicht etwa Silberhochzeit. Wer möchte denn noch ein bisschen Quark speisen? Na, wollen wir mal sehen, ob das noch reicht. Das ist ja nur noch ein bisschen Buch. Halt mal den Kopf still. So. Beule. Du hast ja noch ein bisschen, ne? Oh, du hast ja schon alles alle. So, Lars. Du hast ja Muttis Ring vom Winkler. Nein, Lars, das ist mein Ring. Deine Mutti hat sicherlich auch so einen mit einem ähnlichen Stein. Nein, der ist weg und Mutti hat geweint und Vati hat geschimpft. Ach, deshalb denkst du, der Ring gehört deiner Mutti. Nur iss erst mal, Lars. Die anderen Kinder sind schon fertig. Frau Winkler, sollen wir schon unsere Betten zurecht machen? Ja, Sabine, aber vorher Hände waschen. Gibst du den Ring Mutti wieder? Ja, ich spreche mit deiner Mutti, Lars. Also, stellt euch mal vor, was mir passiert ist. Also, mit Kindern erlebt man was. Behauptet doch der kleine Lars Obst, dieser Ring gehört seiner Mutter. Was? Ja. Also manchmal kann man sich wirklich wundern, wie kommt er denn darauf? Weil seine Mutter ihren Ring vermisst. Sag bloß. Ja. Na, der Junge irrt sich, ist doch klar. Das ist doch gar keine Frage. Ja, das denke ich auch. Obwohl Kinder meistens besser beobachten als Erwachsene. Das stimmt.
als unser Nachbar sein neues Auto bekam. Der gleiche Typ, die gleiche Farbe, kein Erwachsener hat das gemerkt. Die Kinder sofort. Naja, ein Auto, aber ein Ring. Meinst du, da ist ein Unterschied? Zeig doch mal hier. Ja, ich kann mich irren, aber es könnte doch sein, dass das kein ganz neuer ist. Mein Mann hat ihn gekauft. Vielleicht hat er ihn auch gefunden. Aber mein Mann doch nicht. Also meiner, der hätte sowas drauf, wenn der so einen hübschen Ring fände. Bei meinem wäre ich da auch nicht so sicher. Das wäre ja Fundunterschlagung. Unmöglich. Also ein Bäcker im Haus, aber du musst deinen Kuchen selber machen. Wieder kein Bäckerkuchen, sondern ein richtig schön Hausfrauenkuchen. Der Teig ist viel zu dick. Ja, nach dem Backen siehst du von deiner 17 nichts mehr. Läuft alles ineinander. Ach, ach, ach. Du kannst es mir glauben, nicht? Du musst den Teig fein dünn ausrollen und dann ausschneiden. Na, den mach mal, Meister. Also auf einem einfachen Pflaumenkuchen so eine Verzierung sind fiese Matenten. Wenn schon. Maria ist dafür empfänglich und ist die Hauptsache. Ja. Bist du eigentlich eingeladen? Da brauchst du doch nicht eine extra Einladung. Wir gehen zum Hochzeitstag zum Kaffee und damit ist gut. Manch einem Ehemann würde es nicht gefallen, wenn die Schwiegermutter da so einfach ankommt. Auch wenn es mit dem Kuchen ist. Karl-Heinz ist aber nicht so einer. So. Na? Anna? Zufrieden? Oh, Paul, du hast ja heute deinen großen Tag. Ja? Tag. Runter. Räum schnell noch das Spielzeug weg, Lars. Beeil dich. Lars, du kannst noch einen Moment spielen. Du weißt doch, ich muss mit deiner Mutti noch was besprechen. Hat Lars was angestellt? Nein, nein, wenn Sie erlauben. Warten Sie hier. Gute, Frau Obst ist gekommen. Ist gut, ich übernehme deine Gruppe so lange. Danke. Es handelt sich um diesen Ring. Lars behauptet, dass er Ihnen gehört. Ja. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Sind Sie sicher, dass das Ihr Ring ist? Haben Sie vielleicht eine Lupe? In meinem Ring ist nämlich im Innenrand mein Name Ruth eingraviert, wissen Sie? Ja, er ist es. Bitte überzeugen Sie sich. Ich glaube Ihnen auch so. Bitte. So, das wär's. Hey, Maria, was ist los? Du rennst vorne weg und machst dein Gesicht. Solche Überraschungen spar dir in Zukunft. Wie bitte? Meine Hände sind mir so lieber. Als mit einem Ring geschmückt, den mein lieber Mann gefunden hat. Spinnst du? Leider nicht, und das weißt du ganz genau. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Ich habe ihn der Besitzerin zurückgegeben, damit du es weißt. Du hast den Ring nicht mehr? Damit konntest du natürlich nicht rechnen, dass er ausgerechnet der Mutter eines Kindes aus meiner Gruppe gehört. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wie kann man bloß einen Stuss zusammenreden und so einen Mist bauen? Ach, ich habe Mist gebaut. Na, was denn sonst? Gibt einfach mir nichts, dir nichts den teuren Ring weg. Bloß weil irgendeine Frau behauptet, dass er ihr gehört. Na, da greift man sich doch an den Kopf. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Frau Obst konnte beweisen, dass es ihr Ring ist. Und ich kann beweisen, dass ich ihn gekauft habe. Was nun? Hör auf zu schwindeln. Ihr Name ist eingraviert. Das hast du leider übersehen. Dann frag doch im Kommissionsgeschäft nach, wenn du jeder hergelaufenen Person mehr glaubst als mir. Komm, Dirk. Wir gehen Eis essen. Schon kurz nach fünf. Sie müssen längst hier sein.
Also, wenn ihr mich fragt, Karl-Heinz hat Maria und Dirk abgeholt und ist mit ihnen spazieren gegangen. So ist das. Abholen wollte Vati sie. Na bitte, bitte, dann ist es ja. Na ja, das konnte man doch nicht wissen. Habt ihr euch denn nicht zum Kaffee verabredet? Direkt nicht. Zum Amrit wollte Mutti was Schönes machen. Ach so. Ach, ich gehe jetzt mal zu meinem Freund. Ja, tschüss, Omi. Wiedersehen, Bernd. Tschüss, Opa. Tschüss, mein Junge. Tschüss. Tja, naja, wenn wir uns mal auch auf den Weg machen, was? Ja, ja, machen wir. Der Kuchen wird ja morgen auch noch schmecken. Und ob ich das Tigerauge noch heute sehe oder ein andermal. Soll ich euch nicht wenigstens nur eine Tasse Kaffee machen? Nee, nee, danke. Ist nicht nötig gehabt. Kaffee können wir ruhig noch trinken. Ich mache euch eine. Sonst kriege ich noch Schimpfe. Wenn Mutti gewusst hätte, dass ihr kommt, wäre sie bestimmt schon hier. Ja, ja. Siehst du, Anna. So ganz ohne Einladung. Da wollte auch nicht das Richtige, was? Nee, wirklich. Aber jetzt scheinen sie ja zu kommen. Hm? Ja, ist der? Vati. Tag, Gabi. Tag. Tag. Du kommst alleine? Wo ist denn Mutti? Weggelaufen. Weggelaufen? Ach, warum denn? Besuch. Tag, Mutter. Tag. Ach. Entschuldigt, dass ihr so lange warten musstet, aber... Dirk, Schuhe wechseln, komm. Ja, und Maria? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Na, hör mal. Möchtest du eine Tasse Kaffee, Vati? Ja, glaube ich. Dann kommt ihr nicht mal wieder. Aber klar kommt die wieder, hm? Nein, nein. Komm, jetzt machen wir einen schönen Kaffee für uns alle. Na, komm mal, Karl-Heinz, trinken wir erstmal einen auf den Schreck. Gib einfach den Ring weg. Das Tigerauge? Ja. Denkt, ich habe Fundunterschlagung gemacht. Ich. Das ist doch Unsinn. Ich habe nur extra für dich aus dem Kommissionsgeschäft geholt. Traut der ersten besten Mutter in ihrem Kindergarten mehr als mir. Na, Prost, Mahlzeit. Pass mal auf, die Sache ist ganz leicht aus der Welt zu schaffen. Wir machen uns jetzt auf den Weg und holen den Ring zurück. Oder weißt du nicht mehr, wer ihn hat? Doch. Obst. Warte mal, Maria hat doch alle Adressen in ihrem Notizbuch. Ja, hier ist es ja. Obst, Karl Liebknecht, Straße 14. Na, siehst du, leg mal die Rechnung vor, da muss ich den Ring wieder rausrücken. Sag mal, die Rechnung. Die Rechnung hast du mir die überhaupt gegeben? Ich denke doch. Aber ich kann sie nicht finden. Was denn? Sollte ich denn die vielleicht... Warte mal. Wie war denn das... Danke. Ja, danke. Wie wollen wir denn nun eigentlich vorgehen, Vater? Wir sagen ganz einfach, wie sich's zugetragen hat. Na ja, aber wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen. Warum sollte sie? Wir haben die Rechnung nicht mehr. Dann besorgen wir uns ein Duplikat vom Kommissionshändler und gehen wieder hin. Hm? Ja, das ist eine Möglichkeit. Prost. Kannst du dir vorstellen, wie mir zumute war, Paul? Gar keine Frage, Karl-Heinz. Maria muss mich doch kennen. Schließlich sind wir doch 17 Jahre miteinander verheiratet. Und ich sage dir, darüber wäre jede andere Frau auch gestolpert. Wieso? Na, denk doch mal logisch. Maria weiß, was du verdienst. Und da kommt aus heiterem Himmel so ein teures Geschenk. Na? Also unter uns, ich habe mich ja auch gewundert. Wo hast du eigentlich das Geld her? Ach, was meinst du wohl, warum du den Ring besorgt hast? Weil ich Überstunden geschockt habe. Ich habe Sondereinsätze gefahren. Und dann habe ich mir auch noch die Hälfte dazu gepumpt. Bloß, weil ich meiner Frau den Finger vergolden wollte. Ja. Anzuerkennen. Durchaus anzuerkennen. Aber all das weiß doch Maria nicht. Danke. Da kommt eine Frau und behauptet, das ist mein Ring. Den habe ich verloren. Aber sie liegt dann näher, als es Maria denkt. Ah, gefunden. So gesehen, ja. Und blödsinnigerweise habe ich ihr auch noch was von einer günstigen Gelegenheit erzählt. Siehst du? Da kommen wir der Sache schon näher. Prost. Prost, Paul. Wenn ich hier gleich... rein Wein eingeschenkt hätte. Dann wäre der Irrtum gar nicht passiert. Ja, aber ich konnte ja nicht damit rechnen, Paul. Nee,
Nee, das konnte sie nicht. Nein, Prost. Prost. Haben Sie ja Glück. Gerade wollte ich schließen. Nur eine Frage. Hatten Sie nicht einen Ring in Ihrem Angebot, so einen mit einem Tigerauge? Ach, längst verkauft. Sowas geht schnell weg. Da müssen Sie fixer sein. Aha. Können Sie sich noch an den Käufer erinnern? Ja, kann ich. Warum? Ich glaube, mein Mann ist mir zuvor gekommen. Eine Überraschung, verstehen Sie? Das kommt darauf an, wie alt Ihr Mann ist. Nun, so Ende 30. Nein, der Käufer war fast doppelt so alt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ein Rentner, würde ich sagen. Vielleicht bei einem anderen Ring. Wir haben ja in letzter Zeit überhaupt nur diesen einen Ring gehabt. Tut mir leid, wirklich. Schlaf schon, mein Schatz. Alles vergeben und vergessen. Du bist ja betrunken. Na und ein bisschen. Weißt du, wir haben ein bisschen unseren Hochzeitstag gefeiert. Mein Freund Paul und ich. Aber Maria, wir haben immerzu nur auf dich getrunken. Ich war im Kommissionsgeschäft. Ah. Na bestens. Dann hast du die Wahrheit doch endlich erfahren. Ja. Du hast den Ring jedenfalls nicht gekauft. Das war ein älterer Herr. Er könnte sich erinnern. Na, dann geht ja die Sache klar. Also hör endlich auf zu lachen. Ich weiß nicht, wie man so lügen kann. Ach, Maria, du hast doch immer noch nichts begriffen. Ach, lass mich in Ruhe. Was soll ich denn noch begreifen? Maria, dieser alte Herr war kein anderer als mein lieber Freund und Schwiegervater Paul. Opa? So verhält sich also die Sache. Reichlich kurios. Wir haben zum Glück den Kassenzettel aufgehoben. Hier. Wir heben immer alle Rechnungen auf. Sehr vernünftig. Wir haben das leider nicht so gehandhabt. Sie erhalten trotzdem Ihr Geld zurück. Den Ring muss ich natürlich erst einmal einbehalten und wenn möglich auch Ihren Kassenzettel. Ja, natürlich. Ich werde mich noch heute mit dem Kunden in Verbindung setzen und den Fall klären. Ja. Aber... Keine Sorge, ich gebe den Ring nicht wieder aus der Hand. So, bitteschön. Wenn Sie mir hier quittieren würden, ja? Bitte. $50, $100, $50, $250, $90. Bitte schön. Aufstehen. Oh. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Maria. Was ist denn nun kaputt? Na, du bist gestern so spät nach Hause gekommen, da habe ich gedacht, ich lasse dich etwas länger schlafen. Dankeschön. Bitte. Oh, tut das gut. Ja, ich hatte gestern noch was zu erledigen. Ach so. Übrigens, Frau Obst hat ihren Ring wieder. Ach. Hat der Kerl also die Fundunterschlagung zugegeben? Ohne mit der Wimper zu zucken. Er hat eine Zeitungsannonce aufgegeben und da sich niemand gemeldet hat, hat er sich berechtigt gefühlt. Naja, und das Übrige, das wissen wir ja dann. Ein naiver Mensch. Er soll sehr zerknirscht gewesen sein. Frau Obst hat ihm zum Trost den Finderlohn gegeben. Ja. Ich hätte ihm was gehustet. Aber für mich wird's jetzt Zeit, ich muss die Kinder weg. Moment. Du musst erst noch was probieren. Na? Ein Tigerauge. Was ist das denn? Bei dem meldet sich bestimmt kein anderer Besitzer.
Er hat vielleicht nicht den gleichen Lichtschein wie der andere, aber schön ist er auch. Du, der ist wunderschön. Wunderschön, ich danke dir. Ja. Aufstehen, ihr habt verschlafen. Kommt mal rein, ihr drei. Ich muss euch was zeigen. Mhm. Na? Da ist der Ring ja wieder. Mhm. Oder? Wenn ihr das Wort eines Fachmannes hören wollt. Das ist ein kleineres Auge. Aber schön ist der Ring auch. Na? Bist du mit deinen Gedanken bei Maria? Heute wird sie sich aber gefreut haben. Und nun kann keiner mehr aus dem Kindergarten kommen und sagen, der Ring gehöre ihm. Es war aber auch eine Aufregung und ein Gerenne. Und bloß weil ihr Männer das unter euch ausgemacht habt. Hätte da auf mich gehört, dann wäre das nicht passiert, denn ich wäre von Anfang an für einen neuen Ring gewesen. 8 Wochen, ohne jedes Lebenszeichen. Da stimmt was nicht. Wenn was nicht stimmt, hätte Günther längst geschrieben. Irgendwas ist los. Aber Anna, neue Stadt, neue Arbeitsstelle, 2 schulpflichtige Kinder. Und dann fast noch in den Flitterwochen. Ne? Wieso er da noch zum Schreiben kommt? Er hat doch in der ersten Zeit regelmäßig geschrieben. Ich fahre. So, habe ich jetzt alles? Nee. Die nehme ich noch mit, die knittert nicht. Vielleicht ist er auch krank. In dem Falle hat er ja jetzt eine Frau. Es kann ja auch was mit Silke sein, ja? Oder mit den Kindern. Was soll ich denn damit? Oh, packen und dann meine Sachen dazu. Wenn schon, dann fahren wir gemeinsam. Das fehlte noch. Wir kennen nicht mal die Wohnung und rücken zu zweit da an. Für einen ist immer noch Platz. Dann können Sie sich eine Luftmatratze auslegen. Du willst mich also partout nicht mithaben? Aber Paul. Und es macht dir gar nichts aus, dass ich mich allein behelfen muss. Ach, ach. Du hast doch weiter nichts zu machen, als die Gläser zu öffnen und aufzuwärmen. Hm? Wenn das so ist, dann bringe ich dich zum Bahnhof. Also. Euch holen? Warte, wir mit uns weggehen. Wohin denn? Das weiß ich auch noch nicht. Spazieren gehen, Eis essen, wird schon hübsch werden. Hm? Ich gehe lieber mit Omi schwimmen. Ich auch. Nur mault man nicht, Vati freut sich drauf. Ich sag schnell Oma Ilse Bescheid und dann fahren wir los. Halt mal bitte. Oma ist gar nicht da. So, wo ist sie denn? Beim Bäcker, weil wir doch nach dem Schwimmen einen Imbiss brauchen. Dann schreiben wir ihm einen Zettel. Warum könnt ihr nicht allein gehen, Mutti? Na, spazieren ist doch langweilig. Schwimmen ist viel schöner. Bitte, Mutti. Bitte. Na schön, dann gehe ich hier mit Vati alleine. Komm, Hans, ja, Mutti. Ja. Ihr könnt uns ja noch was mitbringen. So sieht er aus. Seid fanatisch. Tschüss. Tschüss. Das war bei 27 aus. Jetzt muss ich 30 schaffen. Hallo. Hallo. Seht mal auf die Garderobe, da liegt was. Ja? Aha. Zirkuskarten. Ja. Was denn heute? Ja. Präsent von meinem Betrieb zur Eröffnungsvorstellung. Tag, mein Schatz. Tag. Warten die Kinder an Land? Du, Günther, warum hast du denn das am Telefon nicht gesagt? Wieso sind die Kinder nicht mit? Die sind mit Oma Ilse schwimmen. Na, das ist gelungen. Weißt du was? Ich fahr schnell zur Schwimmhalle und hole sie. Wann fängt denn die Vorstellung an? In einer halben Stunde. Schon? Na ja, dann verpassen wir eben ein Teilchen. Pass auf, ich nehme 3 Karten und wir treffen uns am Zirkuszelt. Ja?
Ach komm, komm, lass sie schwimmen. Ehe du sie aus dem Wasser gefischt und abgetrocknet hast, da ist ja die Vorstellung fast zu Ende. Das geht doch ganz schnell, Günther. Das geht doch ganz schnell. Deine ehemalige Schwiegermutter, die hat mir die Tour wieder mal so richtig vermasselt. Dass man eine ganze Familie mitheiratet, das war mir immer klar. Dass es aber auch noch die ehemaligen Schwiegereltern sein müssen. Aber es sind doch nun mal die Großeltern von Patricia und Vivi. Und sie hängen an die Mädchen. Das ist doch verständlich. Schau mal, dass es dich noch nicht gab bei uns. Da war ich sehr froh, sie zu haben. Ich kann ihnen doch die Kinder jetzt nicht wegnehmen. Naja, ich werde die Karten einem Kollegen bringen. Verfallen sie wenigstens nicht. Günther. Wir hätten nach Sassene ziehen sollen. Da gäbe es diese Probleme nicht. Schön gleichmäßig. Ganz gleichmäßig. Strecken. Anziehen und strecken. Anziehen und strecken. Anziehen und strecken. Anziehen und nennen wir schon mal los. Ja, schön. Oma, passt ja auf. So, ja. Das geht doch wunderbar. Jetzt hast du mir aber einen Schrecken eingejagt. Wieso denn, Omi? Ich kann das schwimmen. Du springst einfach vom 1-Meter-Brett ins Tiefe. Aber Omi, das ist doch ein Klacks für mich. Du klackst für mich. Du bist genauso waghalsig wie dein Vater. Wieso? Hast du Vater schon mal schwimmen gesehen? Ich meinte den Papa. Schön, dass ich euch habe. Oh, die Zöpfe sind aber wieder nass. Und du kannst nun seit heute auch schwimmen, weißt du? Kommst du mit zu uns nach Hause, dass ich nicht geschwommen bin? Mhm. Opa wartet doch auf mich. Aber frag doch Mutti, ob er nicht am Wochenende mal wieder bei uns übernachten könnt. Ich denke mir auch eine Überraschung aus. Für deinen Schwimmerfolg. Freut mich. Kein Schwimmen. Dann werdet ihr ja nicht allzu traurig sein, dass ich die Zirkuskarten zurückgeben musste. Was denn für Zirkuskarten? Naja, Fati wollte mit uns in den Zirkus gehen. Oh. Siehst du, du mit deinem Schwimmen. Du wolltest doch. Du zuerst. Na, was soll denn das? Ihr nehmt eure Badeanzüge und packt sie in die Waschmaschine. So. Ich weiß was. Du kannst doch neue Karten besorgen, Fati. Oh ja, für Sonnand. Und gleich zwei mehr. Für Opa Alex und Oma Ilse. Ach nein. Da wollen wir nämlich dort schlafen. Abfahrt. Mann, sag doch, na, geht hier rein. Na siehste. Freikarten muss ich zurückgeben und teure kaufe ich nicht. So können wir mit dem Geld ja nur auch nicht rumschmeißen. Ach, entschuldigen Sie, bin ich hier richtig? Mütterchen! Mütterchen, wo kommst du denn her? Na, von zu Hause. Doch, mein Junge. Ach, Silke, ich freue mich ich so. Wo ist denn Opa Paul? Na, unangemeldet und dann zu zweit, das wäre ein bisschen happig, nicht? Ach, wir hätten schon noch eine Koje für ihn aufgetrieben. Das ist eine Überraschung. Ja, ich hatte halt ein bisschen Sehnsucht nach euch. Ach, also, du bist die Vivien, stimmt's? Patricia. Ach, natürlich, die Patricia, dann bist du die Vivien. Es wird Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Ach, kann ich mich gleich ein bisschen frisch machen? Ja, mach das. Schön. Dieses Handtuch können Sie nehmen. Ja, danke, aber du kannst ruhig du zu mir sagen, ich bin doch deine Oma. Ja, das ist jetzt auch eure Oma. Na, dann will ich mal das Armbrot machen, was? Oder willst du vorher einen Kaffee haben? Nee, danke. Die Metropa hat mich bestens bedient. Na, dann kipp du deine Waschmaschine aus, ich mach den Smoothie und du machst es dir drin gemütlich. Und glaube ja nicht, dass du den Anker so schnell wieder lichten darfst. Na, ihr beide, ich hab euch auch was mitgebracht. So, passt mal auf. Hoffentlich habt ihr das nicht schon. Wir nicht.
Bloß bei Oma Ilse. Aha. Jetzt weiß ich. Was denn? Habe ich schon wieder nicht aufgepasst? Gibst du auf? Ja, jetzt gebe ich auf. Ach, Günther, deine Kinder spielen ja wie Weltmeister. Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie die mich besiegen. Spielst du nach dem Abendbrot nochmal mit uns? Ach, ihr könnt doch morgen und übermorgen mit Oma Anna spielen. Gleich nach der Schule. Wieso? Da sind wir doch bei Oma Ilse. Nein. Solange Oma Anna hier ist, kommt ihr gleich nach Hause. Oder wollt ihr, dass ihr den ganzen Tag alleine verbringt? Ich koche uns auch was Schönes. Milchreis. Bloß morgen müssen wir noch einmal hin. Bescheid sagen. Das ist nicht nötig. Mami wird anrufen. Wieso können wir denn nicht noch einmal vorbeigehen, Mutti? Du hast doch gehört, was Papa gesagt hat. Aber dann kaufst du uns doch neue Zirkuskarten. Patricia. Du, erpressen lasse ich mich nicht. Was heißt denn Zirkus? Na, Günther hatte Freikarten vom Betrieb und die Mädchen waren zu schwimmen. Aber das haben wir doch nicht gewusst. Oh, na ja, sowas kann doch mal vorkommen. Ganz schöner Andrang. Bloß gut, dass ich mir rechtzeitig auf die Socken gemacht habe. Lieber vorher etwas stehen, dann kann man sich die Plätze aussuchen. Ah, nee, nicht wegen der Plätze. Aber ich muss zu Hause sein, wenn meine Enkel aus der Schule kommen. Ach, Sie betreuen auch Ihre Enkel? Ja, nur mal ein paar Tage. Ich immer. Schöne Aufgabe. Ja, mir würde etwas fehlen, wenn ich Sie nicht jeden Tag um mich hätte. Eine Zeit lang waren Sie ganz bei uns. Ah, da hängt man doppelt an Ihnen. Manch einer kann das nicht verstehen. Ich habe 7 Enkel, werde auch ab und zu von Ihnen gebraucht. Aber manchmal da vergehen Wochen, ehe ich sie zu Gesicht bekomme. 4-mal Loge, 2 Kinder, 2 Erwachsene und ein Programm. Geben Sie 2 Programme. 22 Mark 60. Drei Erwachsene, 2 Kinder. Ja, 2. Platz. Ihr Programm. Und auch ein Programm, ja. Und viel Spaß mit Ihren Enkelkindern. Danke, Ihnen auch. 695, bitte. Ja. Was ist denn hier los? Geräte schon fett aus. Heute spart das für die Großen. Wollen wir zugucken? Nee. Du, weißt du was? Ich habe eine fette Idee. Ja, los. Tschüss. Tschüss. Richtig komisch, wenn die Kinder nicht da sind. Na ja, wenn seine Mutter gekommen ist. So rigoros brauchten sie aber auch nicht mit uns umzugehen. Das kommt von ihm. Er wartet schon lange auf eine Gelegenheit, sie uns wegzunehmen. Unsinn. Würden die Kinder nicht mitmachen? Na bitte, du alter Schwarzseher. Ja, da seid ihr ja. Wir dachten schon, ihr hättet uns über die neue Oma ganz vergessen. Morgen können wir aber nicht kommen. Ich weiß, ja. Ach, Omi. Ja. Guten Tag. Tag. Kommen Patricia und Vivian runter zum Spielen? Ja, du, die sind zum Geräteturm. Aber Turn ist doch ausgefallen. Heute Sportfest wie die Großen. Dann werden sie zugucken, Beate. Nein, sie sind noch vor mir weggegangen. Aha. Na, dann sind sie sicher auf dem Heimweg. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, wie war's denn so beim Turm? Schön. Wie immer. Ich esse nur das Ei. Ich auch. Habt ihr denn keinen Hunger nach der Turnerei? Wir haben doch schon bei Oma Ilse gegessen. Wer weißt denn du das? Das weiß ich eben.
Ihr wart nicht beim Turm? Aber er ist doch ausgefallen. Ja, warum sagt er denn das nicht? Sondern schwindelt dem Vati was vor. Hat euch wohl auch Oma Ilse geraten, was? Günther. Also, wenn ihr keinen Hunger habt, dann abmarsch ins Bett. Aber Oma Ilse war schon ganz traurig. Ich habe gesagt, ins Bett. Kinder schwindeln doch der Einfachheit halber immer mal. Ja, wenn Erwachsene dazu anstiften, muss man eben SOS funken. Also dann funke dir mal. Denn du bist nämlich der Anstifter. Ich? Meine Kinder haben nie gelogen, nie. Du hast sie dazu gebracht mit deinem Hass und mit deinen Verboten. Entschuldigung. Sirte! Günther. Weißt du, im Grunde haben wir es so leicht. Die Kinder werden auf der Schule gut versorgt. Wir brauchen fast kein Geld mehr für sie auszugeben. Aber Günther will sie am liebsten in den Hort stecken, nur damit Oma Ilse sie nicht kriegt. Er ist eifersüchtig. Ich kann den beiden die Kinder doch nicht wegnehmen. Das ist doch das Einzige, was sie noch haben nach dem Tod. Da darfst du Günther auch auf keinen Fall nachgeben. Ich verstehe Günther nicht. Was geht ihm denn nun ab hier? Tja, mit dem Verstand ist ihm nicht beizukommen. Er hat euertwegen auf seine geliebte See verzichtet. Du weißt, wie schwer ihm das gefallen ist. Vielleicht ist er deshalb so empfindlich. Ich weiß nur, dass es so nicht mehr weitergeht. Ach, Silke, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Hm? Ihr werdet schon noch eine richtige Familie werden. Ja, schön wär's hier. Ich meine, wir hängen doch hier. Ja. Und er auch an euch. Danke. Ach, wo viel lieb, sagt man, ist viel Leid. Du, wie ich den Günther kenne, hat ja längst alles eingesehen. Pass auf, morgen sieht alles ganz anders aus. Hm, du auch. Ah ja, Braunbären und Tiger und jede Menge Pferde. Oma Ilse, ja. Die hat so anders. Das ist Oma Ilse? Ja, du. Du hast ja auch Karten, Omi. 4 Stück? Für uns? Mhm. Oh, da können wir bei dir sitzen. Aber ihr habt doch Karten. Wir geben sie zurück. Guten Tag, ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Guten Tag. Ihre Mutter? Ja, meine Mutter. Angenehm, Kettner. Schmidt. Sie sind also Oma Schmidt. Ja, ich. Wir haben zusammen nach Karten angestanden. Ja, wenn wir gewusst hätten, dass wir für die gleichen Enkel stehen, hätten wir ja zusammenhängende Karten nehmen können. Ja, eben. Wir wollen unsere Karte zurückgeben. Verkauf du doch 2 Karten, Oma Anna. Dann können wir bei Oma Ilse sitzen. Oder wollen Sie vielleicht mit den Kindern? Vorne sehen Sie besser. Das auf keinen Fall. Nun komm. Och, ganz vorn. Vati, dürfen wir wirklich nicht. Das sind Oma Annas Karten. Na, geht schon. Ja? Danke, Vati. Tja, dann werde ich mal 3 Karten wieder verkaufen. Wieso denn 3? Ich mache mir doch nichts aus Zirkus. Ich wollte die Kinder beobachten. Wir hätten Oma Ilses Angebot nicht annehmen sollen. Dann hätten sie hinten sitzen wollen. Oma Ilse ist maßgebend, nicht die Loge. Hier. Viel Spaß, ich gehe ein Bier trinken. Günther! Günther Schmidt? Ja, Mensch, das Günther ist. Was machst denn du in meiner Geburtsstadt? Grüß dich, ja. Ich wohne hier. Also das darf doch wohl nicht wahr sein. Du bist nicht mehr an der Küste? Wie du siehst. Na und du? Also ohne Wasser könnte ich nicht sein. Urlaub, Elternbesuch. Oh, Mensch, das muss eine tolle Biene sein, die dich an Land gezogen hat. Oder ein toller Job? Na, für eine Dummheit gibt's immer ein Triftchen Grund.
Menschenskind. Das kannst du nicht reparieren. Kommst du mit auf ein Bier? Aber immer. Die Löwen waren am besten. Ja, es waren die Löwen, die Bären waren schön. Aber die Pferde waren auch schön. Ich fand den so gut. Die Bären. Das ist doch der falsche Kofferfahrt. Die Oma hat doch eine Reisetasche. Das ist ja auch mein Koffer. Fährst du weg? Ja, morgen früh an die Küste mich nach Arbeit umsehen. Am Sonntag? Hast du keine Arbeit mehr, Vati? Doch, aber an der Küste gefällt's mir besser. Sondern am Sonntags, da besuche ich euch natürlich und in den Wochentagen, da könnt ihr ja dann immer schön zu Oma Ilse gehen, das ist ja was, hm? Mutti! So, Günther, jetzt reicht's aber. Sag ihnen sofort, dass du nur sehen wolltest, ob sie dich noch lieben. Meine Fahrkarte. Aber Günther... 5 Räder braucht der Wagen nicht, Mutter. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Deine Familie liebt dich doch. Mutti ist so traurig, weil Vati wegfahren will. Und ihr? Wollt ihr denn, dass er wegfährt? Er soll bei uns bleiben. Er denkt aber, ihr habt ihn nicht mehr lieb und deshalb fährt er weg. Was? Naja, ihr müsst ihm eben mehr zeigen. Wie denn? Auch mal bei ihm bleiben und nicht immer Omi Ilse vorziehen. Wie halt im Zirkus. Mhm. Aber wenn er da schon morgen wegfahren will? Ja. Ach, mir kommt da eine Idee. Günther, überlegst du doch noch mal. Nein, nein. Rinde meine Sachen. Was? Meine Sachen. So nicht, komm, gib mir bitte die Schlüssel. Ich habe keine Schlüssel. Wieso? Kinder. Vati, du bist geblieben? Ich kann ja noch fahren. Nein. Wenn ihr mich so festhaltet, muss ich ja bleiben, hm? Weinernte. Aber Paul, kannst du denn nicht erst fertig kochen, ehe du anfängst zu rätseln? Anna, dass du noch mal nach Hause kommst. Ja, und höchste Zeit, wie ich sehe. Sonst würde ich ja überhaupt keinen Grund mehr in meinen Haushalt kriegen. Sollte ich jeden Tag abwaschen? Wäre ja glatte Wasserverschwendung. Immer sparen, am richtigen Fleck. Na, was ist denn? Erzähl mal. Ich soll dir viele Grüße bestellen. Danke. Na und sonst? Du warst doch sehr lange. Alles in bester Ordnung, Paul. Na bitte.
Großmütter sind eben manchmal ein sonderbares Völkchen. Was? Ja, da hast du einen Nagel auf den Kopf getroffen, Paul. Da-da-da-da-da.